Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, dem heutigen Video möchte ich euch mal den Afterpatch vom Giftcast of Friends Glitch zeigen. Ja, die Version mit der MK2, die funktioniert jetzt wieder. Ist halt nur ein kleiner Afterpatch. Ja, was braucht ihr dafür? Ihr braucht auf jeden Fall die Hilfe von eurem Freund. Wo ihr den Giftcast of Friends macht, ist völlig egal, denn ihr braucht euch wieder nicht zu verglitschen. Ja, den Glitching könnt ihr überall auf der Map machen. Ja, ihr und euer Freund, ihr müsst euch dann eure MOC dann einmal anfordern. Begibt euch an irgendeinen optimalen Ort. Und ja, ihr braucht auf jeden Fall noch eine MK2. Die MK2 muss sich in der MOC befinden, das ist auch wirklich ganz wichtig. Und ja, ebenso braucht ihr halt noch das Auto dann, was ihr euch ziehen wollt. Und dann halt eben noch entweder kostenlose Elegies oder Autos, die ihr dann nicht mehr benötigt, die ihr dann gegen das Auto austauscht, was ihr euch dann zieht. Und ja, wenn ihr dann soweit alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. So, begibt euch einfach zu eurer MOC, euer Freund geht mit, stellt sich hinten dran. Ihr geht dann auf Eintreten mit nahen Freunden und Crew. Euer Freund kann dann in die Franklin-Meldung gehen. Geht er nicht mit in die Franklin-Meldung, ist auch nicht schlimm, dann wird er mit eurer MOC gezogen. Dann geht er einfach wieder raus, auch überhaupt gar kein Problem. Wir steigen dann auf unsere MK2 drauf, aus der MOC raus. Draußen angekommen, steigen wir von der MOC ab und klauen uns jetzt irgendein Straßenfahrzeug, ja, mit dem großen flachen Dach. So habt ihr das Auto dann gefunden, begibt euch dann mit dem Auto einfach zur MOC hinten hin. Stellt das Auto einfach genau hinter der MOC, da wo der blaue Kreis ist. So, dann einmal aufsteigen, dann begeben wir uns wieder zur MK2, MK2 einfach aufsteigen. Und nun müssen wir auf das Auto halt drauf fliegen, dafür auch das flache Dach. So, wir fliegen einfach auf das Auto drauf. Und sobald wir auf dem Dach dann drauf sind, einfach Steuerkreuz nach rechts drücken und dann werdet ihr sehen, wird kurzer Blackscreen erscheinen und das Auto ist weg. Ist auf jeden Fall perfekt, einfach nur absteigen. Dann Interaktionsmenü, die MK2 einfach dann einlagern, Fahrzeuge, persönliches Fahrzeug einlagern. So, ihr fordert dann einfach euer Auto an, was ihr nicht mehr benötigt. Oder halt einen kostenlosen Elegy. Ich rufe den Mechaniker an. Ich müsste in der Agenturgarage noch einen Easy haben, den ich nicht mehr benötige. Wie gesagt, oder halt einen kostenlosen Elegy. Wenn ihr keine Autos habt, die ihr aufgeben könnt, ist auch gar kein Problem. So, dann warten wir, bis das Auto auf der Map angezeigt wird. So, das Auto wird angezeigt auf der Map, ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt steigen wir in das Auto ein, was wir uns ziehen wollen. Unser Freund geht dann in seine MOC rein. Geht dann auch eintreten mit nahen Freunden und Crew. So, schickt uns dann eine Einladung in seine MOC. Die Einladung nehmen wir auch an. Und jetzt kann es passieren, dass wir einen unendlichen Blackscreen bekommen, so wie es bei mir der Fall ist. Ich habe jetzt auch einen unendlichen Blackscreen, aber ist gar kein Problem. Ja, jetzt könnt ihr einfach den Bot benutzen, der in freien Zielen und in einer Einladungssitzung drin ist. Ja, einfach den Bot suchen, Anavac2. Braucht ihr auch keine Freundschaftsanfrage zu schicken. So, die Details werden abgerufen. Alle Meldungen, die jetzt kommen, einfach nur mit X bestätigen. Auch mit X bestätigen. Wunderbar. Dann werden wir nach einem kleinen Ladescreen in unsere MOC dann landen. Wunderbar, ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt warten wir nochmal auf die Einladung von unserem Freund. Er muss uns nochmal in seine MOC einladen. Warten wir, bis wir in die MOC ankommen und dann einfach die MOC verlassen. Und schon haben wir uns das erste Auto gezogen. Ja, jetzt aber ganz wichtig, wenn ihr euch jetzt das nächste Auto ziehen wollt, müsst ihr euch wieder die MK2 in eure MOC reinstellen, weil die MK2, die steht jetzt in dieser Garage drin, wo ihr das Auto hier angefordert habt. Das heißt, in meinem Fall ist das jetzt die Agenturgarage. Ich kann es euch auch einmal ganz kurz zeigen. Ich habe mir eben den Easy aus der Agenturgarage herbestellt. Und die MK2, die steht jetzt in der Agenturgarage drin. Wie gesagt, die MK2 müsst ihr dann vorher wieder in die MOC reinstellen. Einfach mit dem Auto austauschen, was gerade in der MOC drin ist. Und so könnt ihr euch dann einfach das nächste Auto wieder ziehen. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.